So, da sind wir wieder bei Markov, dem Ninja. Und natürlich laut Umfrage 100%. Soll ich in diesem Spiel hier machen? Also heißt, ich werde die letzten Dinger hier auch irgendwann noch nachholen. Aber in der Weise dann halt auf die brutale Weise. Wir werden es jetzt erst einmal komplett durchspielen, indem wir nur rumninjern. Oder beziehungsweise wir spielen halt größtenteils nur mit rumninjern. Und werden zwischendrin halt mal gucken, was wir sonst noch gebrauchen können. So, was gibt es denn hier für Fähigkeiten, die wir uns holen können? Alle mit einem Ausrufezeichen sind neu. Also lese ich die alle vor. Tor der Dämmerung. Lehn dich gegen eine Tür und drücke X, um einen Feind durch die Türen durchzuziehen und erledige ihn dann. Nö, brauche ich nicht. Fledermausbeute. Während an der Decke hängst oder Stange hängst, drücke nach unten und dann X, um Feinde mit einem geräuschlosen tödlichen Angriff von oben wahrscheinlich zu töten. Schlossknacker, yes, want. Was? Hey, ich wollte das kaufen. So, danke sehr. Und gepanzerte Ärmel bietet dir zusätzlich ohne Beweglichkeit einzuschränken. Okay. Ich starte zwar eh neu, wenn ich entdeckt bin, aber gut. So, mit deinem Spezialzünder können Geräuschentwickler in die Ferne gezündet werden. Drücke Y, um sie nach dem Wurf zu aktivieren. Brauche ich nicht. Und was ist das? Ablenkungsfackel. Ein alchemisches Licht und erweckt die Aufmerksamkeit von Wachen, die das Leuchtsignal sehen. Und blendet sie, wenn sie Nachtsichtbrillen haben. Dann mache ich mir mal die Fledermausbeute. Die sieht nämlich sehr interessant aus. Und das durch die Türen hindurch töten. Ja. Fertig mit Verbesserungen. Dann stealen bleiben wir bei dem hier. Und Rauchbombe nehmen wir die Rauchbombe. Und das ist da gar nicht. Fertig mit dem Ausrüsten. Yes. Corporal Kelly, would you care for a sip of this Riesling Scotch, please? It belonged to Otto von Bismarck. I traded a cargo of body armor just to see how it would taste. So, how is it? A bit tart. My men in the field were waiting for that body armor. Half of them were cut to ribbons. Ah, so, this was more expensive than I thought. Look, we've got a problem. These ninjas... These peasants! They are no match for us. Maybe so, but they pack a punch. This one with the flashy tattoos. He's slipping past our lines. No drama. He's just one man, and he should only need one bullet. I want you to take care of him. Personally. Yes, sir. That's the tower, but it's under heavy guard. I have an idea. If we can set that building on fire, the blaze will draw every guard in the complex. You remember the story of Sawayama Castle, right? That may have been hundreds of years ago, but this really isn't that different. Okay, danke sehr. So. Ja, müssen wir uns mit dem scheinbar Wachenchef persönlich jetzt an. Oder er versucht uns persönlich. Another equipment cache. Geh weg. Die Stachelmine. Lege eine Stachelmine aus, um die erste Wache zu töten, die darüber läuft. Wirf sie nicht allzu nah an die Feinde heran, sonst hören sie den Aufprall. Und wissen, dass da eine liegt. Und so. Aber wir wollen ja niemanden töten. Was sind die Aufgaben hier? Schockiere eine Wache, indem du einen anderen mit einer Stachelmine tötest. Öffne sämtliche Gasventile. Töte zwei Wachen nur mit einem Kronleuchter. Lauter Mordaufgaben immer. Ich mach mal hier so und nicht Stachelmine, sondern so und. Ah ja. Ich dachte, das sind Raben und fliegen jetzt weg. Nö, wir sind Tauben. Wir machen nur Guru, Guru, Guru. Everything seems fine. Aber, wenn ich es richtig sehe, haben wir hier ein schönes Problem, weil der genau in dem Licht steht. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Nein, ihr seht mich nicht. Ihr seht mich nicht. Ich bin Super Ninja. Okay, vielleicht seht ihr mich doch.
So, ich könnte mit der Stachelmine natürlich eine Wache ausschalten. Aber auf Wunsch hin werde ich es versuchen, so gut wie möglich im puren Stealth zu schaffen. Heißt nicht auf die Tauben schießen, sondern auf das da. Oh, das da oben hat so einen kleinen Radius. Ach, hätte ich nur den Schleichanzug. So. Oh nein, die armen Ratten. Ah! Ihr doofen Ratten! Jetzt darf ich den ganzen Scheiß hier nochmal entlanglaufen. So. Möchtest du bitte weggehen? Möchtest du bitte weggehen? Möchtest du? Das macht natürlich keinen Lärm. So. Ups. Perfekt drüber geninjert. Watch out for those sensors. They can catch your slightest twitch. So when they sweep across you, stand still. Jetzt die Wache überhaupt gehört, dass hier drin was los war. Ja. You never touch me. Boah. So. Muss ich trotzdem noch warten, bis es sich wieder wegdreht. Ach, und schon wieder diese. Übrigens, Schlösser gehen jetzt ein bisschen einfacher. Dank unseren Ninja-Skills. Oder dank den 3 Punkten, die wir da rein investiert haben. Fehlen uns natürlich ein paar Level. Oh. Psst. Nein. Na, ey, ich hab die Tür extra für dich zugemacht. Neues optionales Siegel. Ja, okay, die Stelle mit dem Ding ist wahrscheinlich für hier gedacht. Kann ich da drüber? Scheinbar. Okay. So. Erstmal hier drin verstecken, während wir die beiden Dinger da ausgeschaltet haben. Keine Ahnung, was ich überhaupt gemacht habe, aber hey. Ich bleib erstmal weg von da, während die da suchen. So, und hier gibt es mehrere Ventile. Wir haben aber ja Gott sei Dank unsere Rauchbomben dabei, deswegen können wir hier durch. We've got pipes, vents. We could use these to start a fire. A big fire. That intake is drawing in the gas. Open a few of the vents upstairs. And we'll be ready to turn this place into a ah, kommt näher, ich will hier weg, ich will hier weg. Ich will hier weg, ich will hier weg. Ah. Ah. Okay. Das war nichts. Jetzt guckt ihr nach einer Ratte. Ist ja nicht so, als wäre hier über mir ein Licht, dass ich mich nicht bewegen kann, deswegen. Doofe Ratte. Darf ich hier nochmal warten? Dum, 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 dum. Ja, Gott sei Dank. So. Ist da links vielleicht was? Das weiß ich ja natürlich nicht. Heißt? Ich muss die Lampen ausmachen. Mal darüber gucken. So, da drüben ist etwas. Aber ich glaube nichts Wichtiges. Na egal, ich habe nur trotzdem Gold. Ich werde gleich mit meinem Ninja-Seil da oben in den Gully reinfliehen. Oder in den Schach eher. Wow. So, wo bin ich hier? Da ist noch so eine Katzenstatue. Ich versuche eher gerade die Schriftrollen. Interessieren mich die Katzenstatuen. Der Raum hier ist so friedlich. Hm, okay. Ich nehme es einfach hin, wie es ist. The gas is leaking. Now we need to spread it throughout the building. Go find the vents that lead up from the basement and open them wide. Someone out there? 3 should do it. But opening more will make a bigger
Distraction. Super Ninja. Who's there? Achso, ich glaube, die haben rechts auch noch einen Lichtschalter. No. Die Night. Ich muss mir kurz die Nase putzen. Eine Sekunde, bitte. So, schon besser. Haselnusspollenallergie und so, ne? Musst du kurz wieder ins Spiel klicken. Wie auch immer ich es geschafft habe, aus dem Spiel rauszuklicken. So, wie komme ich hier durch, ohne gesehen zu werden? Also wenn ich hier ausmache, geht der auf jeden Fall schon mal weg. Schon mal Zeit für mich hier hochzugehen. Okay, ich glaube mittlerweile ist es ihm egal, dass das Licht aus ist. Kein Bock nochmal drauf zu reagieren. So, während das Lauf mich leuchtet, darf ich mich nur nicht bewegen. Und jetzt können wir da rein. Ich muss erstmal die ganzen Gasventile finden. Sämtliche. Sämtliche ist eine gute Anzahl natürlich, da weiß ich auch, wie viel ich öffnen muss. Bisher kein einziges gesehen. Der Hund. Stift, 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 stift. So, das können wir aufmachen. Und hier durch. Na, was bist du denn? Eins von drei. Good work. One down, two to go. Ach, sechs Stück gibt's gesamt. Na dann, dann suchen wir mal weiter. Ob wir alle sechs finden. Wahrscheinlich ist hier dann auch eins. Auf jede, in jede Richtung einfach eins. So, das war ja simpel. Und da drüben ist das Kätzchen, was ich vorhin gesehen habe. So. Einfach mal mehr Punkte, die wir für nichts brauchen. Es gibt ja einen Anzug, mit dem man rennen kann und es macht keine Geräusche. Oh, ich liebe den so sehr. Aber den muss man halt erst freischalten durch diese Plaketten, die man sammelt. Ja, guck mal einen der Rollen. One bride, a lover, no heirs. Das ist jetzt die zweite. Wo war die erste? So. You need to open one more. Hurry, before they figure out what we're up to. So, zwei sind offen. Ich denke, pro Stockwerk gibt es immer zwei. Hier könnte ich meine Ausrüstung ändern. Erstmal hier bleiben, weil der leuchtet da gleich durch. Ach. Mach ich erst die andere Seite, wenn das jetzt hier noch dauert. Oh nein, eine Wache. Was soll ich nur tun? Muss ich etwa warten? So. Oh Gott, das will ich sehen, wo das Ding ist. Drei Sachen gleichzeitig. Hund. Und der Hund läuft da auch noch hin und her. Oh, hier über mir ist auch nochmal eine Heizung. Wenn ich eine Rauchbombe gescheit platziere, wenn die da liegt zum Beispiel, sollte ich eigentlich gut genug an dem Hund vorbeikommen.
weiß nur nicht, ob ich den Hund schlage. Probieren wir es einfach. Heads up, dog smells something. I can't see anything. Zählt es jetzt als Alarm? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, Hunde zählen für mich nicht als Alarm. No sign of target over here. Aber Moment, die Rauchbombe hat nicht gezählt. Warum? Ich hab's doch. Ja, jetzt. Der letzte Winkel von dem Radarding hat mich erwischt, natürlich. Huch, wo bin ich? Ach so, da. Natürlich hat's so gespeichert, dass ich nur eine. So, danke sehr. So, das haben wir auch. But they're starting to get suspicious. We need to get to the roof. Huh? So. Jetzt will ich da noch links rüber. Am besten ohne, dass sie in der Wache ist. Wie letztes Mal. Huch. Tut mir leid wegen der Pollenallergie. Kann ich nicht viel machen. Hat mich da überhaupt eine Wache gesehen? Hier ist sogar kein Licht. Wenn ich mich eigentlich geschickt anstelle, dürfte die mich auch nicht sehen, weil es hier dunkel ist. Jo. So, jetzt noch ein Ventil im letzten Stockwerk. Kann ich hier nicht meine Rauchbomben auffüllen? Fertig, fertig. Ja, oder? Ja, aufgefüllt. Wunderbar. Hat sich ja wenigstens ein bisschen gelohnt, daran zu gehen. So, und jetzt hier noch auf der linken Seite. Nee. Ah, da drüben. Da drin, meine ich. Ja, das ist ja ganz simpel. So, ist da sonst noch irgendwas drin? Oh, mein Tod. Nochmal. So. So. Was bringt uns mir der Raum? Achso, dass ich hochkomme wahrscheinlich. Okay. Ah, die Schriftrolle will ich mir nochmal nachträglich holen. Die erste, wo ich sie auch immer übersehen habe. Was ich gerade mache, ich weiß es nicht. Hab auch hier mal nach ganz links geschaut. So. Und jetzt möchte ich dort hoch. And look at the way it throws off sparks. This might just will be... Oh, das hauen wir runter. Während wir draufstehen. Und jetzt laufen wir. Nein. Nutzt dein Ninja-Seil, Ober Ninja. But we're standing on a firecracker and we just lit the fuse. Wunderbar. Warum es auch immer die Statistiken hochladen will. Aber keine Feinde getötet. So. Ich habe mal Levelauswahl gedrückt, weil die haben zwei Rollen übersehen. Und das möchte ich. Ja gut, wenn ich in die Level E nochmal reingehe, ne? Ich weiß nur nicht, welche der Roben. Mit welchen der Masken ich welche Robe krieg. Kann ich mal kurz irgendwo Inventar durchsehen? Nö, scheinbar nicht. Gut, dann machen wir das in der nächsten Episode. Schauen wir weiter. Hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.